Hola, Senorita. Hola. Wir sind hier in Verdada Palace. Aber was machst du, wenn du nicht reinkommst? Wegen so einem verkackten scheiß Vorhängeschloss. Schade. Erster Tag, Malta. Und zwar sind wir hier Verdada Palace. Ich sagte es bereits, hier hat Khaleesi in Game of Thrones mit ihrem Mann, The Man, wie heißt er? Khal Drogo. Khal Drogo zum ersten Mal getroffen. Bist du sicher? Ja, das hast du mir selber erzählt. Ich habe keine Ahnung. Nee. Ich habe ja da noch geschlafen in doch der ersten Staffel. Noch nicht in dem Schloss. Nee, in Verdalas Palace halt. Ja, wir unterbrechen mal kurz, wir müssen das eben klären. Während wir das jetzt mal eben klären, kurz zur Geschichte, 1586 erbaut, vier schöne Türme, wovon man leider nur einen da oben sieht. Da. Und war hinterher auch Militärgefängnis und ja, wird jetzt von einem irgendwas bewohnt, was man sowieso in zwei Minuten vergessen hat. Und der Park ist frei zugänglich, das Schloss selber, Innenbesichtigungen finden eh nicht statt. Aber reingefallen ist halt geschlossen, aus welchen Gründen auch immer. Sehr schade. So, also geklärt. Hier hat sich Khaleesi mit Khal Drogo vor der Hochzeit getroffen. Jawohl, ja. Ein phänomenal, sehr wichtiger Platz aus Game of Thrones. Erste Staffel, glaube ich. Was noch anzumerken ist, ist aufgrund des dezenten Mülls im Hintergrund sind hier weder Eidechsen noch irgendwas, sondern eher Ratten, die hier in den Mauern drohen. Schon ein paar gesehen. In diesem Sinne fahren wir mal weiter und werden die Drehorte von Malta Game of Thrones besuchen. Ich glaube, morgen ist mal die Insel Gozo dran. Wir schauen einfach mal. Es bleibt spannend in diesem Sinne. Sisi, gell?